Hallo ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich zum heutigen Video. Deutschland hat mich wieder seit 2 Tagen. Ich bin dabei, mich gerade hier mit den Temperaturen ein bisschen anzufreunden, weil ich doch so die wohlige Wärme von im Durchschnitt 30 Grad auf Bali so ein bisschen vermisse. Aber okay, wir sind jetzt wieder hier in Deutschland und damit dürfen wir jetzt leben, wobei ja, so die Begrüßung in Deutschland, als wir in Brüssel gelandet sind, waren es etwas über 20 Grad. Das ist für die jetzige Jahreszeit ja doch unüblich warm. Von daher fiel es uns ein bisschen leichter, uns hier ein bisschen zu akklimatisieren. Und heute ist so mein erster Arbeitstag. Wir haben heute Dienstag. Am Sonntag haben wir erstmal bei den schönen warmen Temperaturen noch hinterm Haus das schöne Wetter genossen und ehe ich mich versehen habe, hatte ich die Arbeitsschuhe an und habe im Garten gearbeitet, trotz Sonntag. Ich habe so 2 Hochbeete, eins in erster Linie mit Kräutern und eins, wo ich andere Sachen so ein bisschen anpflanze. Und ich dachte, das ist jetzt gerade mal so das Richtige, um mich hier zu erden, um wieder hier anzukommen. Also ich mache Gartenarbeit sehr, sehr gerne, auch wenn es körperlich anstrengend ist. Aber ich mache es einfach gerne und das war auch so das Richtige, am Sonntag da im Garten zu arbeiten. Ich zeige auch euch gleich noch, was ich geerntet habe, deshalb mache ich eigentlich das Video hier. Und ja, gestern gab es dann auch noch so einen Auszeittag, wo wir den ganzen Tag in der Therme waren und es uns da noch haben gut gehen lassen, um mal, ja, dann so richtig hier eben anzukommen. Und jetzt zeige ich euch eben auch noch, was ich geerntet habe im Garten, was sehr, sehr zuträglich eben auch für die Gesundheit ist. Und dazu schalte ich eben mal die Kamera um. Und zwar habe ich hier einen ganzen Blumenkübel voll Topinambur geerntet. Diese Knollen, die schauen ähnlich aus wie Ingwer, erinnern ein bisschen daran. Aber das ist eine sehr, sehr wertvolle und auch ja jahrelang etwas vergessene Knolle. Ich habe das hier nochmal so ein bisschen in Erde abgedeckt, damit sich das ein bisschen besser hier hält. Da kommt jetzt eben auch keine Feuchtigkeit weiter dran, kein Regen oder so, wenn es regnen sollte. Und das ist eine ganze Kiste voller Topinambur-Knollen. Topinambur bekommst du auch im Bioladen im Übrigen zu kaufen. Manchmal hat es auch der Supermarkt. Kannst du gerne mal Ausschau halten. Ich würde in erster Linie dann aber auch auf eine Bioqualität achten. Und ja, die Topinambur, die ist in erster Linie sehr, sehr förderlich für unsere Darmgesundheit. Man kann aus der Topinambur auch zum Beispiel ein Püree machen oder man kann es raspeln für einen leckeren Rohkostsalat oder man kann auch ein Cremesüppchen mitmachen. Also mir persönlich ist es zu schade zum Verkochen, einfach von den Nährstoffen her. Ich esse es entweder als Salat bzw. mache diese Knollen hier. Wir trinken schon seit einigen Jahren jeden Tag einen halben Liter frisch gepressten Saft und da kommt dann eben noch so eine Knolle mit rein oder ein Teil der Knolle, die hier werde ich auf jeden Fall halbieren oder nasch tagsüber eben mal so kleine Stückchen, denn die schmecken so ein bisschen nussig und ich finde das eben ganz angenehm und sie ist auch sehr, sehr einfach anzupflanzen. Wenn du selbst die Möglichkeit hast, im Garten Topinambur anzupflanzen, kauf dir einfach so ein paar Knollen im Geschäft, steck sie in die Erde und vergiss sie dann einfach. Und im Herbst über den Winter komplett kannst du es ernten. Ich habe jetzt dieses Jahr im Winter nicht geerntet oder wenig geerntet, immer nur so ein paar Knollen und habe dann eben am Sonntag hier so eine Aktion gemacht und habe das dann jetzt hier auf dem Balkon stehen, damit ich jetzt jeden Tag hier ganz simpel und einfach zugreifen kann. Ja, so zu den Inhaltsstoffen möchte ich dir nur ein bisschen was erzählen. Die Topinambur, die enthält in erster Linie Vitamin B1, B3, hat einen gewissen Anteil von Vitamin C, Eisen, Kalium, Kupfer und Ballaststoffe. Und ja, da sie sich in erster Linie auf die Darmgesundheit, auf die Darmflora eben auswirkt, hat sie natürlich damit auch gute Auswirkungen auf unseren Magen-Darm-Trakt und damit natürlich auch überhaupt auf die Verdauung
und auf unsere Abwehrkräfte. Ja, das war so meine Ernte an Topinambur für die nächste Zeit. Vielleicht konnte ich dich ja ein bisschen neugierig machen und du möchtest auch mal Ausschau halten nach dieser so wertvollen Knolle. Und vielleicht, ja, bekommst du ja auch Geschmack daran und magst auf die Art und Weise ganz simpel und einfach was, zum Beispiel für deine Darmgesundheit machen. Das war's für heute. Ich schicke dir ganz liebe Grüße, eine herzliche Umarmung und sage dann Tschüss, bis zum nächsten Video. Das war die Irmgard. Ciao, ciao.